Hallo Freunde, ein weiteres Mal bin ich hier, um euch recht herzlich zu begrüßen und wir machen uns auf in die Gold Saucer. Als erstes werden wir beginnen mit dem Battle Square. Nicht wie bei den letzten Malen werde ich euch nicht da eine Folge vorsetzen mit allen Kämpfen. Ich werde euch jetzt die erste Runde zeigen und dann skippen zu den Zeiten, wo wir... Lasst mich überlegen, wo wir uns die Preise holen, und sollte irgendwie zwischendurch doch noch eine Kampfrunde dabei sein, die aus irgendeinem Grunde sehr interessant ist, dann werde ich euch die auch noch zeigen. Aber ansonsten sehen wir uns jetzt gleich im Battle Square wieder zur ersten Kampfrunde und dann schauen wir einfach mal weiter, was denn so passieren möge und ob wir denn überhaupt erfolgreich sind. So, ich habe Cloud jetzt auch nochmal, also ich habe Cloud jetzt mit der ultimativen Weapon ausgerüstet. Das ist ja hier im Battle Square, na was heißt, das ist hier egal, je stärker wir hier sind, umso besser ist es natürlich und wir kriegen ja eh keine AP. Und dann habe ich ihm Bahamut Zero noch reingegeben, dass wir einen Aufruf haben, falls die grüne Substanz kaputt geht, und einfach doch nochmal Zauber Plus reingesteckt. Jetzt hat er doch in der Tat Zauber 236, das heißt, das sollte schon alles gut klappen. Ich verpasse dem Meteor den stärksten Tritt oder nicht. Hier ist es ein bisschen leerer geworden, schade, schade. Was, du auch? Wenn man sich ansieht, was so in der Welt passiert, fragt man sich, was wir hier machen. Naja, es ist ein bisschen zu spät für mich, noch herumzuhetzen. Deshalb tue ich nur, was mir gefällt. Das ist am besten. Ach übrigens, wusstest du schon? Ich habe gehört, es soll einen Kampf geben und nur die Stärksten dürfen teilnehmen. Aber was meinen die mit den Stärksten? Wenn du mich fragst, ich würde sagen Waffen. Aber das muss doch auch irgendwie gemessen werden. Wir brauchen noch ein anderes System, um Kraft zu messen. Na gut, wir beginnen mit der ersten Runde. Die zwei da drüben sind von zu Hause durchgebrannt. Die seufzten so traurige Dinge wie unsere letzten Minuten zusammen. Ist das nicht schrecklich? Anders als die beiden habe ich niemanden als mich. Wenn was passiert, dann passiert's eben. Deshalb konzentriere ich mich jetzt auf die Arbeit. Oh, tut mir leid, ich langweile dich. Willst du dich für den Kampf anmelden? Die Anmeldegebühr ist 10 GP, Konto 1820. Komm, das machen wir. Das ist ein Duell. Wer von euch will teilnehmen? Der Cloud. Du kannst an maximal 8 Kämpfen teilnehmen. Wir kennen uns aus. Und mal gucken, mit was für Gegnern wir es denn zu tun haben und ob wir in der Lage sind, diese zu besiegen. Ach du Scheiße, wir verlieren, ey. Oh nee, das sieht nach MP aus. Arschloch. Das ist natürlich ein perfekter Anfang. Besser kann es ja gar nicht laufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, wie soll man das denn schaffen? Kacke. Nein. Objekt auch noch kaputt. Okay, das Mystil, das lässt uns zumindest gut ausweichen. Oh nee, ich kann doch jetzt nicht mein Limit benutzen, ey. Scheiße, ein Dreck. Wartet, wir haben ja auch Gegenangriff. Ich vertraue jetzt einfach mal auf den Gegenangriff, anders geht es gerade nicht. Perfekt. Wartet, das ist jetzt ja egal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich kann nicht versprechen, dass wir diesen Kampf hier noch gewinnen werden. Ich meine, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben ja schon ein bisschen was. Bahamut Zero wird uns noch zur Seite stehen. Wir können ihn ja noch benutzen. MP haben wir noch. Das Limit ist natürlich für den letzten Kampf, falls wir es dahin schaffen. Notfalls halt für den letzten Kampf, nachdem ich mich nicht weiter traue. Oh, das hier ist ja schon der vorletzte. Warte, das ist jetzt... Okay, das ist scheiße. So, hier nochmal, dann müssten wir es aber eigentlich schaffen. Oh, das Mystil ist echt mega, ey. Das ist echt mega. Auf jeden Fall, wenn wir gewinnen, dann kriegen wir gut Punkte, weil wir ja alle Substanzen kaputt haben. Und jetzt für den letzten Kampf nochmal das Limit und dann sollte das doch eigentlich gut zu machen sein. Oh, oh, oh. Moment, Moment. Was haben wir? Ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. Zack. Minimum. Wir haben eine Schleife. Ein Meereswurm. Einmal Meteorregen. Und weg ist der Lack.
Und wir haben die erste Runde gewonnen. Was? Wir sind voll viel Substanzen kaputt gegangen. Wieso nur so wenig? Verdammt. Na gut, Leute. Trostpreis Tuch. Wir haben die erste Runde gewonnen. Ihr habt gesehen, womit wir es ungefähr zu tun haben und was wir mit Cloud und unserer Ausrüstung bewerkstelligen können. Ich melde mich dann gleich zurück, wenn wir uns die ersten Preise holen oder zeige euch, falls irgendwie eine ganz spannende Runde hier kommt. Diese Runde auch noch, dann aber ohne Kommentar wahrscheinlich, weil ich es ja vorher nicht wissen werde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt wieder in 3 Sekunden. 3, 2, 1, ciao. So, Freunde, da bin ich wieder. Wir haben jetzt nochmal 12.197 Kampfpunkte bekommen. Insgesamt 65.000, das Maximum. Es war recht einfach. Ich glaube, das war der schnellste Battle Square, den ich jetzt in diesem Let's Play hatte. Viel einfacher als der erste und zweite. Obwohl wir nicht mal ultimativ mega gut ausgerüstet sind. Na gut, schlecht auch nicht, muss man ehrlich sagen, ja. Auf jeden Fall habe ich immer alle 8 Kämpfe gewonnen, bis auf 2 Mal. Und zwar einmal gegen das Geisterschiff. Ihr erinnert euch, der Gegner, den man in den Reiseführer morphen kann, der hat mich mit seiner Attacke, der hat ja so eine Attacke, womit er dich aus dem Kampf schmeißt. Das hat er gemacht und dann war der Kampf einfach vorbei. Und beim 2. Mal ist meine Schleife kaputt gegangen. Dann wurde ich mit Tobsucht infiziert und vor dem letzten Kampf wurde ich minimiert, also klein gemacht und habe mit dem Angriff nur noch 1 Schaden gemacht. Konnte natürlich nur noch angreifen, weil ich ja Tobsucht hatte und habe die ganze Zeit mit 1 Schaden angegriffen. Ich habe mir das 10 Minuten angeguckt, der Gegner hat 100 Schaden gemacht, das war glaube ich der Meereswurm. Und es hat sehr lange gedauert und dann habe ich mich dazu entschieden zu flüchten, weil ich wollte da jetzt nicht 2 Stunden zugucken, bis wir da fertig sind. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was wir uns hier von den 65.000 Punkten holen können. Heilmittel, Köder, rechter Arm, Präventivschlag, Reagan-Gemüse. Wir fangen natürlich an. Speed Plus, Sternstaub, Meistergürtel, Schwertwirbel, X-Beschwörung. Das holen wir uns. Materie, X-Beschwörung. Logischerweise ist das auch 2-mal Beschwörung. Und damit hätten wir diese 3 fertig. 2-mal Objekt, 2-mal Beschwörung, 2-mal Zauber. Das sind diese 3. Und damit haben wir das teuerste gekauft, was es gibt. Und ich mache aber jetzt trotzdem weiter. Es gibt ja noch andere Sachen, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder Punkte habe. Also, bis gleich. So Leute, ich denke mit den 10.502 Kampfpunkten, die ich gerade bekommen habe, reichen wir hin. Wir holen uns jetzt nochmal den Schwertwirbel. Den Preis haben wir zurzeit leider nicht. Scheiße. Ich hoffe, den kann ich mir... Warte, dann hilft es ja nichts. Dann bereiten wir uns jetzt vor, die Trophäe zu erhalten. Wir lernen den Omnischlag für Cloud. Oh mein Gott, das gefällt mir eigentlich nicht. Ich hoffe, wir können den jetzt bestimmt trotzdem nicht mehr kaufen. Schwertmeister. Scheiße. Och nee, Kacke. Jetzt, das Item ist weg. Das Item ist einfach weg, aber wir müssen uns das holen, sonst kommen wir nicht weiter. Wilder Angriff auf alle Gegner. Ah, verdammte Axt. So. Hier steht ja einmal, nur als wir im 2. Part hier waren, da stand nicht einmal. Deswegen dachte ich mir, wir können uns den jetzt vielleicht nochmal zusätzlich holen. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Jetzt haben wir so viele Punkte. Dann holen wir uns einfach noch einen 3. Meistergürtel. So ein Dreck. Das macht mir zu schaffen. Jetzt fehlt uns das Item natürlich. Sternstaub haben wir noch gar nicht. Holen wir uns gleich 3 Stück, würde ich sagen. Und dann Speed Plus, nee, das müssen wir uns nicht holen. Reagan-Gemüse, gib her, keine Ahnung. Präventivschlag, nein, rechter Arm, gib rechter Arm her. Toll. Wartet, jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich natürlich eine krumme Reagan-Gemüseanzahl, glaube ich. Das geht natürlich nicht. Jetzt habe ich 12 Stück. Scheiße, muss ich 2 verkaufen. Jetzt wollen wir natürlich nochmal gucken. Ach nee, beim Schwertwirbel ist das jetzt. Sternenstaub. Komet 2 Zauber auf alle Gegner.
Das heißt, wir haben das Limit durch den Schrott ersetzt. Ach nee, ey, das ist so traurig. Und dann nochmal 2000 hier, holen wir uns nochmal 4 rechte Ärmchen. Das Problem ist nur, wir müssen das Limit lernen, um den Spezialkampf freizuschalten. Für den Spezialkampf brauchen wir 2x Aufruf, das Limit und wir müssen das Limit lernen. So ein Mist. Weißt du, ich habe mir das schon eine Zeit lang überlegt, aber du musst ziemlich stark sein. Wahrscheinlich stark genug, um es mit den 2 besten Kämpfern aufzunehmen. Vielleicht bist du gut genug für den großen Kampf. Wie wär's? Es gibt eine private Runde, nur für die Stärksten. Willst du versuchen? Komm, das machen wir! Dieselben Regeln wie vorher, nur halt, dass andere Gegner hier sind. Oh mein Gott, und der ist nicht mal sofort tot. Am besten, wir fangen gleich mal an mit einer Mega-Abwehr. So, hier passen wir vielleicht mal ein bisschen besser auf von Anfang an, damit wir das auch schaffen. Mensch, ihr sollt nicht alle verrecken hier. Hauptsache, das Zubehör geht nicht kaputt. Das ist erstmal am wichtigsten. So, wir haben Mega-Abwehr. Wir sind schneller, wir haben die Todesforce, sind immun gegen Tod. Dann erhöhen wir unsere Verteidigung noch ein bisschen. Jetzt stehen wir natürlich leider nicht mehr vom Limit, dadurch, dass wir es geändert haben. Das könnte die Sache natürlich schwieriger gestalten. Dass wir beim letzten Kampf das Limit nicht einsetzen können. Och nein! Ich hätte gern mein Rüstzeug kaputt. Ja. Wir müssen den Spezialkampf nämlich gewinnen, um eine weitere Substanz zu kriegen, weil wenn ich dann anfange, alles zu mastern, dann will ich natürlich alles haben und nicht für irgendwas dann nochmal zurückkommen müssen da. Was machen wir denn jetzt kaputt? Das Einzige, was wir kaputt machen können, was gut wäre, wäre die Waffe. Halbe MP, naja gut. Besser als wenn die gelbe Substanz kaputt gegangen wäre. Gut, das ist gut. Was haben wir hier? Objektbefehl würde ich gern kaputt machen. Genau, sehr gut. Es läuft, Leute. Bis jetzt läuft es noch. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Nahe. Du wirst auch nicht dazugehören, uns aufzuhalten. Und der letzte Kampf. Machen wir alle Substanzen kaputt oder lieber nur die... Ist ja egal, wir machen nur die grüne kaputt. Weil soweit ich weiß, wenn ich nicht besoffen bin, kriegen wir hier eh keine Punkte. Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich bin der Meinung, hier gab es keine Punkte. So, das war extra für dich, ey. Was machen wir denn hier? Machen wir mal Trine. Ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben. Der Gegner ist genauso nichtsnutzig, wie er es im Story-Modus war. Und er kann einfach gar nichts. Oh mein Gott, 400 Schaden. Ich hab solche Angst. Ich glaube, mehr HP hat er, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht. Die Jamar-Rüstung scheint zumindest ein bisschen was auszuhalten. Obwohl, wenn er jetzt schon in die Knie geht, dann weiß ich ja nicht. Strahlenkanone. Oh mein Gott, ey, der trifft nicht mal.
Och los, jetzt stirb doch da, Mensch. Oh Leute, jetzt bin ich wieder völlig raus, ey. Jetzt schon wieder hier eine halbe Stunde telefonieren müssen. Wenn ich eine Sache auf dieser Welt, wenn ich drei Wünsche vom Genie frei hätte, ja, dann wäre mein erster Wunsch, dass es keine Handys mehr gibt. Handys kotzen mich echt an. So, auf jeden Fall haben wir doch Kampfpunkte für den Spezialkampf bekommen, das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Für den gewonnenen Spezialkampf Materia Finale an... Finale... Oder, vielleicht soll es auch Fein... Ne, Final, dann ist ja kein E an... völlig egal, Leute. Völlig egal, auf jeden Fall haben wir eine weitere Substanz und, ja, was will man sagen, eine der besten oder die besten, die beste kann man nicht sagen, weil alleine bewirkt sie ja nichts, aber es ist auf jeden Fall eine der besten. Wendet bei Kampfunfähigkeit automatisch die kombinierte Materie an, das heißt, wenn wir sterben, benutzt er nochmal die Materie, die mit finaler Angriff gekoppelt ist. Hier steht jetzt finaler Angriff zum Glück, das freut uns doch. Dann ordnen wir das doch einmal gleich. Und dann versuchen wir jetzt, so sagt die noch irgendwann was Neues, nee, ne? Spezialkampf versuchen, regulären Kampf versuchen, da können wir jetzt den Spezialkampf immer auswählen, da kriegen wir auch nochmal zwei, drei Items. Irgendwann kriegen wir da auch nochmal eine Schleife, die dritte, die wir uns ja auch beim Tonmaster Tonbrimorphen können. Okay, ich dachte, er erwähnt jetzt vielleicht unseren Erfolg, aber anscheinend tut er das nicht. Dann tauschen wir die 11.000 Punkte hier nochmal ein. Hier, dann gib mir weiterhin das Dingsbumsen. Sternstaub. Ja, danke schön. Sternstaub und, ach, Mann, was tun wir hier? Rechter Arm, her damit. Ja, Reagan-Gemüse können wir für 5 Kilo oder so verkaufen, keine Ahnung. Und noch mein rechter Arm. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Wie gesagt, den Spezialkampf. Wir kriegen dann noch irgendwie so eine nichtsbringenden Items, die einfach nur im Inventar rumliegen. Das mache ich irgendwann noch, irgendwann, ohne dass ihr das jemals mitbekommt, nebenbei. Und hol die Sachen da. Jetzt ist eigentlich erstmal nur noch der Chocobo dran. Oh, hallo? Nehmt euch vor dem Meteor in Acht. Jetzt ist eigentlich nur noch der Chocobo dran. Weil das Snowboard-Spiel, das zeige ich euch ja auch nicht. Und da kriegen wir auch sowieso nichts Neues, was uns noch fehlen würde. Lasst mich kurz überlegen. Haben wir es dann? Eigentlich haben wir es. Cloud hat sein Limit. Wir haben zweimal Aufruf. Wir haben finaler Angriff. Wir haben da jetzt alles bekommen. Ach so, wir wollen natürlich wieder weg. Weg. Nochmal ordnen. Anstatt ultimative Waffe wieder das Ragnarök. Und dann wollen wir natürlich das Inventar noch einmal sortieren. Jetzt, wo wir den Sternenstaub haben. Na gut, dürfte sich ja nichts geändert haben. Sternenstaub dazu bekommen. Schwertwirbel weggegangen. Lasst mich überlegen. Ich habe absolut keinen Plan, wie lange der Part geht. Ich glaube ungefähr 15 Minuten. Wenn wir Glück haben, ein bisschen länger. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich für 5 Minuten noch machen soll. Daher würde ich sagen, wir beenden den Part hier und jetzt. Den Battle Square haben wir fertig. Ihr werdet mich in diesem Let's Play nicht mehr im Battle Square kämpfen sehen. Das habt ihr geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, da holen wir uns dann endlich den goldenen Chocobo und alle Substanzen, die wir mit dem goldenen Chocobo noch erreichen können. Nanakis ultimative Waffe und wir machen unsere ganzen Feindestechniken komplett fertig. Das ist der Plan für morgen. Damit verabschiede ich mich. Nochmal danke fürs Zuschauen. Macht's euch bequem und ciao, ciao.